Freund sagte, er hätte Bilbo zuletzt auf dem unteren Weg gesehen. Die alten Zwergenminen liegen dort unten. Die Orks haben die Zwerge vor langer Zeit aus diesen Festungen vertrieben. Jetzt hausen alle möglichen üblen Kreaturen in diesen Hallen. Ihr Zwerge solltet lieber Herrn Beutling finden, sonst gehe ich allein und überlasse es euch, hier irgendwie rauszukommen. Üble Kreaturen in den alten Zwergenminen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Hobbit. Wir haben im letzten Part mit, waren wir auf der Suche nach einigen Maschinenbauteilen, haben uns einen Tunnel geöffnet, der uns jetzt hier in die alten Zwergenminen geführt hat, die für mich natürlich gleich ein Anlass sind zu speichern. Und dann geht es erstmal wieder ans fröhliche Mutpunkte sammeln. Ja, die alten Zwergenminen, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass das, beim Hobbit-Film, war das mit dem fetten Ork-König? War das das? Weil wenn das war, dann müssten mich hier eigentlich schon Orks überraschen. Ah, das freut mich natürlich nicht so. Hier haben wir natürlich tiefe Gewässer, die den Bilbo sofort umbringen, wenn er reinfällt. Und das möchte ich ja möglichst vermeiden. Oh, Alter. Okay, hüpfen wir. Pom. Ja, gut. Okay, ja, das wird wahrscheinlich wieder eine so Blamage-Abschnitt im Spiel für mich. Weil ich natürlich so gut bin in diesem Abschnitt. Treppen! Gut, aber diese Treppen laufe ich natürlich nicht. Ich klettere natürlich lieber, weil das ja so eine völlig normal ist für Hobbits. Hobbits sind ja so abenteuer- und risikobereit. Ja, ganz normal dich hier hangeln, Bilbo. So, okay, da sammle ich schon was ein. Kann ich mich da runterfallen lassen? Sehr schön. Weil die Treppen führen anscheinend nicht wirklich an irgendein Ziel, wie es aussieht. Dann gehe ich lieber hier auf diesem Holzsteg weiter. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Ha! Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Wow. Okay, da geht es aber noch höher. Komme ich da jetzt noch höher? Muss ich da jetzt... Nein, da kann ich ja nicht ran springen. Oder doch? Kann ich das? Kann ich da ran? Nein! Ja, ich habe doch gesagt, das wird eine Blamage für mich. Aber probieren geht ja, wie bekanntlich, über Studieren. Und weil ich ja nicht so viel nochmal machen muss, war es ja jetzt gar nicht so schlimm, das einfach mal kurz auszuprobieren, ob das so funktioniert hat. Aber es muss ja irgendeinen Weg geben, da hoch an diesen lila Mutpunkt. Weil es wäre ja blöd, wenn die einen Mutpunkt da irgendwie unerreichbar aufstellen. Ja, Bilbo, sehr schön. Wie komme ich denn da hoch an diesen Mutpunkt? Das interessiert mich jetzt schon, Bilbo. Du bist mir ein bisschen zu übermütig. Ah, da gibt es wahrscheinlich schon irgendeinen ungefährlichen Weg dran, dass ich sowas überhaupt glaube. Ach so, wartet, ja doch, ich habe eine Idee, wie man da hinkommt. Ah, es ist diese Brücke hier allerdings so kaputt. Oha, ja, sehr schön, Bilbo. Nicht ganz so hastig. Sonst würde ich hier noch einen Herzinfarkt bekommen. Also, wer kommt auch auf eine Idee mit so einem komischen Inselparadies hier? So, Slalom auch noch laufen. Und dann hier rüberspringen. Okay, wie weit ist denn das? Ja gut, das sollte mit einem normalen Sprung eigentlich gehen. So. Oh, also, sowas hätte ich normalerweise nie gemacht, aber ich war mir recht sicher, dass das funktioniert. Oh, und dann über Floße springen, ja, weil es mir ja so viel Spaß macht. Oh. So. Oh, dann kann ich hier einen kleinen Umweg machen, wo ich gleich noch ein paar Mutpunkte bekomme. Ah, also dieser Stock, der verwirrt mich gerade schon. Der ist so sperrig. Ha! Oh. Ja! Alter! Ah! Alter, mit Facecam wäre das wahrscheinlich noch mal lustiger, aber es ist bei Konsolenspielen immer so eine Sache. Ich habe gerade keine Lust, Facecam zu machen. Es ist früh am Morgen, ich bin noch recht ungepflegt. Möchte ich mich nicht gerade unbedingt zeigen. Aber ein Speichersockel, das freut mich schon mal sehr. So, und hier war jetzt auch meine Idee, zu diesem Mutpunkt da oben zu kommen. Und zwar müsste ich da jetzt über diese Säulen springen, was ich mir wegen dem Mutpunkt, da ich auch alles für Probleme mache. Ich bin wirklich nicht mehr ganz klar im Kopf. Wow. So, dann muss ich da irgendwie ran hier. Ha! Alter. Ja. Das sind so Spiele, bei denen es mir die... da halte ich hier eigentlich nonstop die Luft an in diesem Level. Okay, hier sollte ich eigentlich auf demselben Weg wieder zurückkommen. Ja, ich bin so risikofreudig.
Ha! Ja, funktioniert doch. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn nicht. So. Ja, ist an das hier ran. Runterlassen. Pum. So, die Frage ist, ob ich jetzt heil wieder darauf komme. Sollte ich eigentlich schon? Ja, sehr schön. Und dann mit einem Stabweitsprung. Wieder darüber. Wuhu, heil angekommen und gespeichert. Ah, ja, was ich mir alles für Mühe mache, hier nur Sachen einzusammeln. Okay, was ist das jetzt hier? Eine Kupferschaftstange. Muss ich etwa Sachen für eine neue Maschine einsammeln? Was muss ist denn? Habe ich jetzt einfach irgendwas eingesammelt, gell? Nö. Aber damit habe ich wahrscheinlich schon eine Quest teilweise erfüllt, die ich noch gar nicht aufgetragen habe bekommen. Hm? Ah, was soll's. Ich gehe jetzt... Oh, da ist ja was. Hm, was ist denn das hier? Ein Hebel? Den werde ich gleich benutzen. Erst möchte ich noch ein paar Sachen hier einsammeln. Zum Beispiel das da oben hier. Da ist ein Zahnrad. Und eine Truhe. Ein mittelgroßes Kupferzahnrad. Und hier kriege ich einen Haufen Geld. Geld. Warte, und da kann ich hinbalancieren, um ein paar Mutpunkte zu bekommen. Huh? Ja, darauf würde ich gerne, Bilbo. Oh. Ich glaube, ich habe so gut wie 50% der Mutpunkte in dem Level beim normalen Durchspielen einfach übersehen. Das hier bringt mir jetzt gar nichts, wie ich gerade sehe. Da muss ich wahrscheinlich von hier oben einen Stabweitsprung machen, um darüber zu kommen. Ah, ja, klar. Man gönnt sich ja sonst nichts als hier ein bisschen Nervenkitzel. Da komme ich wahrscheinlich so rüber. Wenn auch nur ganz knapp. Der Rest könnte ein bisschen sehr knapp werden, weswegen ich hier erstmal einen Stabweitsprung zurück mache. Und natürlich bin ich da unten von der Treppe auf das Floß ins Wasser gefallen. Ich meine, ich könnte mich von hier oben auch aufs Floß fallen lassen. Aber das wird mir wahrscheinlich zu viele Leben zocken, deswegen möchte ich das hier nicht gerne riskieren. Ich speichere jetzt lieber nochmal ab, bevor es sollte das nochmal passieren mit dem Wassersturz. Der ähnliche doch eher dem Altair als dem Ezio Auditore da Firenze. Wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe. Ja, ich zocke gerade Assassin's Creed 2. Ist echt nicht schlechtes Spiel. So. Bin ich aber gerade hochkonzentriert. Ah! So. Yippie, hat's funktioniert. Sehr schön. Okay, ein bisschen voreilig der Bilbo wieder. Das sind wir natürlich so von ihm gewohnt. So, komme ich jetzt da einfach so wieder an diese Treppe ran? Hoffe ich doch. Ha! Ja, sehr schön. Drauf geslidet, Bilbo. Und zu meiner Erleichterung, ja, ich schneide es ja schon raus, aber ich speichere halt recht oft. So bin ich halt. Nicht so wie bei Herr der Ringe, die Gefährten, meinem Let's Play, das irgendwann sowieso mal geremaked wird, wo ich alle Speichervorgänge einfach drin gelassen habe. Ich Kommentare kriege wie, bei du mit deinem Speichern, du gehst mir voll auf den Sack, ey. Ich gehe jetzt hier erstmal noch den ganzen Schrott einsammeln, bevor ich diesen Hebel da hinten betätige, was auch immer der macht. Wahrscheinlich ist der auch gar nichts so Schlimmes. Hier ist nochmal ein Hebel. So ein komischer Apparat. Und auch hier fehlen Teile. Aha, da muss ich meine ganzen Kupfersachen dann reintun. Bam, bam, da hinten ist noch ein Speicher. Oh, ich habe 1000 Sachen. 1000 meine ich, Silberpennies, kleines Kupferzahnrad. Ich sammle noch die beiden Mutpunkte hier ein. Und gehe dann den Hebel auf der anderen Seite betätigen. Da hinten ist noch eine Truhe, die möchte ich auch noch gerne haben. Wie komme ich da aber ran? An die... Ah, da. Gut, okay. Und natürlich bin ich ins Wasser gefallen. Und das nicht, weil ich zu kurz gesprungen bin, sondern weil ich zu spät springen gedrückt habe. So, weil sonst mit einem Normalsprung geht das ohne Probleme. An die Truhe. Und da ist auch noch was für den komischen Kupferapparat. Ich glaube, jetzt habe ich auch alles beisammen, was ich so für den Apparat brauche. So. Und dann speichere ich nochmal kurz und betätige danach diesen Hebel. Alter, das Kapitel mascht mich noch fertig. So, Hebel betätigen. Was passiert dann? Hahaha! Nicht ernsthaft! Ich hab's hier die ganze Zeit... Seht ihr, guck mal, den brauchen kann man einfach so machen. Wozu brauche ich bitte das hier? Für die ganz Blöden oder was? Boah! Und ich denke die ganze Zeit, was macht dieser Überhebel da? Ja, super. Gar nicht gebraucht, den Teil. Scheiße. Gut, okay. Was gab's hier noch zum Einsammeln oder so? Ja, dann habe ich hier auf der Seite eigentlich alles eingesammelt, nehme ich mal an. Oder habe ich da oben noch was übersehen? Nöp. Nope. Dann kann ich jetzt hier das alles hier mal in die Maschine einbauen, was ich so gefunden habe. Vielleicht ist das ja schon alles. Yippie!
alles geöffnet hier, sehr schön. Gut, dann kann ich hier weitergehen. Und gleich mal einen Sprung machen. Ha! Ohne in die ewigen Wasser zu fallen. Erstmal abspeichern.